Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trainsmonitor 2016 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. Wir werden heute, wie man vielleicht sieht, auf der Strecke der U-Bahn Frankfurt am Main unterwegs sein mit dem Bombardier Flex City Swift. Das Ganze wurde veröffentlicht von dem Publisher Just Trains. An dieser Stelle mal vielen, vielen Dank für die Bereitstellung. Und ja, wir werden uns heute mal da ins U-Bahn-Vergnügen reinstürzen. Für mich eine komplett neue Erfahrung, sage ich mal, weil das ist ja nochmal was anderes, als einfach nur auf der Strecke durch die Gegend zu rasen. Es ist einfach nochmal U-Bahn. Im Train Simulator hatte ich noch nie, so wirklich zumindest. Nur S-Bahn und sowas. Aber gut, hier sehen wir, gibt ziemlich viele Strecken, die wir fahren können oder Linien. Hier von U1 bis U9. Und ich habe einfach mal überlegt, wir fangen oben an mit der U1 nach Ginnheim und dann mache ich immer nur eine Route, also die Hinfahrt quasi, und dann vielleicht, wenn wir alle durch haben, mache ich vielleicht nochmal Folgen mit den Rückfahrten. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das genau mache, aber wir beginnen jetzt mal oben mit der U1 und drücken mal auf Start. Ja, ich bin wirklich gespannt, also habe halt nur kurz reingeguckt, ob es alles läuft, wie es läuft, mich etwas mit dem Fahrzeug vertraut gemacht. Und ja, sonst weiß ich jetzt noch nicht besonders viel über die Strecke. Generell muss ich auch dazu sagen, ich war noch nie, also ich war in Frankfurt schon hin und wieder, aber ich bin nie mit der U-Bahn gefahren. Deswegen weiß ich jetzt nicht so wirklich, wie das da in der Realität aussieht. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir schon mal sehr gut gefallen, muss ich sagen. So, oh, das Laden geht erstaunlich schnell, muss man echt sagen. Und jetzt schreibe ich mir mal ganz kurz, machen wir es mal ganz kurz so. Ich weiß nicht, ob sich, ich kann mir das jetzt gerade nicht so merken kurz. So, genau. Ja, so, warum ich jetzt gerade was aufschreibe? So, hello, this is you, IBIS Information oder IBIS. Linie 91 Ziel 711, Kurs 07. Get ready to drive. Your journey starts in 1 minute. Okay, so, dann rüsten wir erstmal das Fahrzeug auf. Das machen wir, indem wir, übrigens auch sehr schön, muss man erstmal sagen, hier das Aufrüsten. Erstmal Schlüssel drehen und dann Batteriespannung, dann Panto nach oben und dann Hauptschalter rein. Perfekt. So, Ding läuft. Beleuchtung stellen wir auf automatisch. Das war's dann eigentlich, glaube ich, schon soweit. Jetzt machen wir noch den Fahrtrichtungswender nach vorn und jetzt widmen wir uns dem IBIS und geben erstmal die Linie ein oder beziehungsweise den Kurs. Fangen wir mit dem Kurs an, komm. Kurs war 07. 07, okay. Das finde ich so gut. Ich meine, das kenne ich, wenn der Ansgar hier um sie spielt, dann kenne ich das mit dem IBIS. Aber im Train Simulator hatte ich noch nie einen IBIS. Das ist so genial. So. Linie war die Nummer 91 und das Ziel war 711, oder? Oh ja, ich kann es mir sogar merken, hätte ich mir gar nicht aufschreiben müssen. Aber okay, so, jetzt wissen wir es. Und jetzt weiß ich nicht, fahren wir zum Südbahnhof? Tun wir das? Oh, da guckt ein Panto durch die Decke. Aber ich meine, ganz ehrlich, sonst kann man ja im Train Simulator auch nicht rausgucken. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. U1 nach Ginnheim. Achso, nee, das ist nur unser erster Halt. So, ich würde sagen, wir haben alles aufgerüstet. Und irgendwo fährt gerade noch eine Bahn. Und wir können losfahren. Einmal kurz klingeln. Können wir kurz... Nee, Fernlicht brauchen wir ja nicht. Boah, eine richtige, waschechte U-Bahn hier jetzt. Das ist eine schöne Sache. Braucht das. Das ist. Meine Güte. Hier war ich zum Beispiel jetzt noch nie. Ah, da ist noch ein Kollege. Das ist halt sowas, was ich immer wieder toll finde, wenn Sachen veröffentlicht werden, die es halt. Was haben wir eigentlich für einen Zug? Wie lang ist der? Ah, der passt dahin. Wenn Sachen veröffentlicht werden, die es so noch nicht gibt oder so noch nicht gab, muss man sagen. Das finde ich immer toll, sowas Neues, weil ich meine, natürlich kann man jetzt, weiß nicht, wie viele Fahrzeuge aus den USA und so, die ganzen Diesel-Loks kann man alle machen, aber das kennt man ja irgendwie schon und irgendwie fahren die sich natürlich auch alle gleich, die sind ja, oder fast gleich. So, jetzt machen wir hier die Türen wieder zu, das ist auch sehr schön mit der Türsteuerung. Jetzt muss man das kurz bestätigen hier und weiter geht's. Rückspiegel funktionieren leider nicht, aber ich glaube, das ist einfach mit dem Train Simulator nicht möglich. Aber ich denke, ansonsten ist hier schon echt einiges... echt gut umgesetzt so.
Und eben auch wirklich was Neues. Also ich weiß nicht, ich kenne jetzt keine Strecke, keine vergleichbare, glaube ich. Das ist auch ein ziemlich großes Netz. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die genaue Länge, aber es ist schon ziemlich groß. Also man hat einiges zu erkunden. Und der Tunnel zum Beispiel ist jetzt auch sehr schön gestaltet. Wenn man sich erinnert, früher im Train Simulator sahen Tunnel teilweise ja etwas, ich möchte nicht sagen lieblos aus, aber doch schon irgendwie. Aber das ist auch die Haltestellen. Also ich weiß nicht, es ist. Ich steig mal kurz hier aus. Moment, so. Wenn wir uns mal das hier angucken. Moment, stimmt. Oh. Richtung? Ja, stimmt sogar. Aber die Haltestellen auch. Hier, das ist auch schön. Da oben ist natürlich eine Wand. Ich meine, man kann so einen Bahnhof nicht komplett ausmodellieren. Aber wenn man jetzt hier guckt, geht es da eben hoch. Ne? Das ist nicht nur eine 2D-Sache oder so. Echt schön. Die sind echt schön ausmodelliert hier. Ich bin gerade total fasziniert. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr könnt ja mal auch eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Weil ich bin von dem Ganzen schon begeistert. So, aber wir fahren erstmal weiter. Wir haben ja noch nicht so viel gesehen. Ne? Das ist ja jetzt erst der Anfang vom Ganzen. Vielleicht machen wir doch mal Fernlicht an, auch wenn wir es, glaube ich, gar nicht brauchen. Auch sehr schöne Beleuchtung. Wir haben wahrscheinlich auch noch eine extra Führerstandbeleuchtung, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Auch wenn ich jetzt vielleicht doch gerne was sehen würde. Ich weiß jetzt leider nicht, wo das ist. Ah, wir fahren ein bisschen zu schnell, weil es hier richtig bergab geht. Auch cool, wir haben hier einen Kilometerzähler. Also einmal sehen wir, wie viele Kilometer da sowieso schon runter sind. Und hier für die Strecke, also die wir jetzt gerade fahren. Also wie viel wir jetzt schon gefahren sind. Das ist auch ganz interessant. 1,3 Kilometer erst. Ist ja gar nichts. Klingeln wir mal kurz. Ich weiß nicht, ob die das so machen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber warum nicht, ne? Und was ich sehr schön finde, das Fahrzeug, das fühlt sich sehr schön an, also so vom Fahrgefühl. Und ich lobe jetzt gerade nicht hier, ja, wie soll ich sagen? Nee, ich bin einfach gerade begeistert, muss ich so sagen. Arbeiten auf der Strecke. Ah. Also, Moment, da muss ich mal ganz kurz ein Bildchen machen. So, wir gehen mal wieder rein, schließen die Türen wieder und weiter geht's. Nee, aber ich war ja von World of Subways ziemlich angetan. Muss ich vielleicht auch noch mal eine Folge machen, weil das Programm habe ich nie. Oh ja, jetzt kommt mal die Grafik vom Train Simulator auch unter der Erde zur Geltung. Diese Schatten und so, das ist schon echt nicht schlecht. Boah, schön. Nee, aber von World of Subways war ich immer ziemlich angetan. Und zwar, weil ich dieses U-Bahn-Feeling, sag ich mal, ziemlich mag eigentlich. Ja, nicht nur eigentlich, ich mag es. Ich war jetzt letztens auch in Berlin. Und da habe ich es auch total gemocht, einfach mit der U-Bahn so durch die Gegend zu fahren. Das ist echt eine tolle Sache. Das kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal mit der U-Bahn, egal wo, bisschen durch die Gegend zu pendeln. Weil das ist auch eine schöne Art, eine Stadt kennenzulernen. Und in U-Bahn lernt man auch manchmal ganz interessante Leute kennen. Ja. Aber gut, jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich war von World of Subways so angetan wegen diesem U-Bahn-Flair, sag ich mal. Und jetzt hat man das hier auch und hier fährt gerade ein anderer Zug vorbei. Ah nee, das ist so ein alter. Ich glaube, den kann man den sogar. Nee, den kann man nicht fahren. Aber es gibt, glaube ich, noch ein Add-on, wo man den auch fahren kann. Ne? Ich meine, da gibt's was. Aber wie auch immer. Den hier schon. Okay. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Passagieransicht ist ein bisschen komisch. Oh Gott, wir haben gar kein Licht innen an. Moment. Müssen wir im nächsten Bahnhof mal gucken. Wieso ist denn hier kein Licht an? Ich habe doch eigentlich Licht angeschaltet, oder? Ich meine, ich habe es auf automatisch gestellt, oder? So. Nächste Station, Eschenheimer Tor. Ich weiß nicht, ob es hierfür Ansagen gibt.
Wahrscheinlich. Es gibt, glaube ich, auch. Ich muss mal gucken, ich muss noch mal gucken, weil ich habe gehört, es gibt ein Update quasi für die Sichten. Ich hoffe, dass das so geht mit dem Halt. Weil ich weiß nämlich nicht wieder, wo ich halten soll. Weil hier steht H4. H4, Moment, wir müssen mal kurz aufmachen. Jetzt können wir auch mal kurz gucken. Ist jetzt auch im Fahrgastraumlicht an? Ja. So, das sieht schon besser aus. Also automatisch geht nicht. Ich glaube, automatisch ist dann mit einem Sensor, der dann mitkriegt, wenn da kein Licht mehr ist. Das ist ja in Straßenbahnen auch immer so. Hier muss ich mal gucken, was da steht eigentlich. Das interessiert mich gerade mal. In Straßenbahnen ist es ja auch oft so, dass dann, sobald die dann unter einer Brücke kurz entlang fahren, dann geht sofort da. Ja, genau, jetzt haben wir auch Licht hier drin. Natürlich auch sehr schön. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell. Aber es ist ja immerhin kein Karriereszenario, das heißt, wir kriegen nicht so viel Ärger. So. Nee, aber hier finde ich echt das U-Bahn-Feeling, das kommt gut rüber. Das gefällt mir. H1, H2, H3, H4. Dann steht das Christkind vor der Tür? Ich weiß es nicht. So, und jetzt mache ich mal kurz. Da kommt auch wieder ein Kollege. Qualmen stinkt uns. Ach so, wahrscheinlich Rauchen gegen Raucher. Aber auch hier, das ist, es ist echt eine schnieke Sache. So, Türen zu. Wunderschön. Das hat echt was von World of Subways. Jetzt ohne das direkt zu vergleichen, so. Aber so von der Stimmung her. Wie gesagt, ich spreche jetzt gerade nur von der Stimmung. So wie das grafisch umgesetzt ist oder so. Oh, ich sollte mal vielleicht gucken, wie schnell dürfen wir hier fahren. Nee, von der Grafik her ist das. Ja, weiß ich nicht, ich möchte das jetzt nicht so direkt vergleichen und sagen, besser oder schlechter, aber. Der Train Simulator hat halt, also ich glaube, im Train Simulator hat man viele Möglichkeiten eigentlich, ne? Das dann umzusetzen ist nochmal die andere Sache, was hier eigentlich, soweit ich das jetzt gerade beurteilen kann, sehr gut gelungen ist. Aber die Stimmung zu erzeugen, das ist, glaube ich, immer schwierig und das freut mich, wenn es gelungen ist. So. Wir nehmen mal wieder H3. Weil H3, das passt irgendwie. Ach, da hinten sitzt ein Kollege drin. So. Was haben wir denn da? Sehr, sehr schön. Naja, okay, ich sollte mich mal lieber darauf konzentrieren, dass wir den Fahrplan einhalten. Es ist echt. Klingeling. Wunderschön. Ja, aber was ich meinte, dass man auch in U-Bahn oder generell so Regionalzügen oder auch in Zügen generell nette Leute treffen kann, weil in Berlin habe ich auch wieder so lustige Leute gefunden. Auch ein Tramper, der wollte nach Köln. Und wir sind auch irgendwie ins Gespräch gekommen und ein super netter Kerl mit Rasterlocken und einfach super nett. So. Also so Leute mit so einer offenen Einstellung. Also vielleicht erzähle ich auch nochmal, was ich in Berlin gemacht habe eigentlich, weil das ist vielleicht auch interessant und das möchte ich eigentlich auch erzählen, aber muss ich mal gucken, wie und wann ich das mache. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe so viele nette, offene Leute getroffen und eben viel auch in der Bahn oder um Bahn herum, weil Bahnen sind einfach so Punkte, da fährt halt fast jeder mit, ne? Und wer da nicht mitfährt, okay, selber schuld, sag ich mal. Nein, Quatsch. Aber das ist auch der Grund, warum ich, also zurzeit muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich recht selten mit der Bahn unterwegs. Meistens mit dem Motorrad oder mit dem Auto, aber eigentlich fahre ich gerne mit Bahn, auch Straßenbahn, weil man kann einfach jetzt ohne Leute zu observieren, aber man kann gut Leute beobachten. Und jetzt nicht beobachten im negativen Sinne oder so, sondern einfach so die Leute mitkriegen, Leute wahrnehmen und andere Leute kennenlernen und sowas. So, das ist irgendwie ganz interessant. Naja,
Auch wenn das jetzt ein bisschen Stalker-mäßig klingt, aber es ist nicht so gemeint. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir auf der... Ah, genau, ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, wir bleiben jetzt die ganze Zeit hier unter der Erde. Aber nein, liebe Leute, jetzt geht's raus aus dem Tunnel. Wir klingeln mal kurz. Wunderschön. Ja, Pantograph ist immer noch ein bisschen... So, jetzt geht's. Ich weiß gar nicht, hat der Train Simulator eigentlich die Möglichkeit, den Pantograph zu senken? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Naja. Hätten wir jetzt kurz klingeln können, weil da war so ein kurzer, kleiner Bahnübergang. So, H1, H2, H3. Na, okay, nehmen wir H4 noch mit. Ich weiß nicht. Vielleicht kennt sich ja jemand mit der U-Bahn hier aus. Oh Gott, wer bist du denn? Und hier geht's. Das ist auch schön gemacht. Das ist auch schön. Aber das ist halt eine Sache, wenn man jetzt hier sieht, dann sieht man natürlich, dass es nur 2D ist und auch sehr pixelig. Aber der Effekt, also ich meine, man sieht das ja meistens nur aus der Sicht wahrscheinlich, dieses Teil. Aus der Sicht funktioniert's und aus der Sicht sogar auch noch, ne? Und ich meine, mehr muss das Ding einfach nicht können hier. Also ich meine, diese Treppe, ne? Naja, so, Türen wir schließen, ne? Die armen Fahrgäste. Wir haben aber gar keine drin, ne? Ich weiß nicht, warum die nicht einsteigen. Psst. So, ah, hier geht's nochmal zur U-Bahn. Das heißt, hier ist irgendwo wahrscheinlich dann auch noch eine andere. Das finde ich auch schön, dass man hier so mit den Autos rumfährt. Hier sieht man auch so ein bisschen Straßenbahn-ähnliches. So, klingeln wir mal sicherheitshalber. So, Fritz-Tarnau-Straße sind wir jetzt gleich. Wie gesagt, Frankfurt kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber... Vielleicht komme ich ja nochmal da hin irgendwann. Bestimmt. Oder können wir sogar H1 halten? Ne, H1 ist ein bisschen... H2? Vielleicht ist es H2. Weil H2 passt genau. H2 würde passen. Auch schön, das ist... Hier, das ist auch schön. Ich dachte nämlich gerade, der würde... Also, dass der Bahnsteig zu... Oder dass der Zug zu breit für den Bahnsteig wäre, aber das passt genau. Ich meine, es ist ja auch im besten Fall so in der Realität, dass das knapp ist, aber passt. So, Türen wieder zumachen. Da kommt auch schon wieder ein Kollege entgegen. Und Abfahrt. Mal kurz ein schönes Bildchen für die Erinnerung. Oh, es sieht schön. So, jetzt müssen wir uns mal wieder das unten die Anzeige anmachen. Aber das Fahrzeug fährt sich auch schön. Also man kann das ziemlich gut bremsen und muss eben nicht zum Beispiel wie bei vielen anderen Zügen so stark bremsen, dass man eigentlich schon fast in der Notbremse ist. Weil auch dieses Fahrzeug hat, ich sag mal, das Problem, also was eigentlich in diesem Fall kein Problem ist, weil die Bremse stark genug ist, auch bei 75%. Aber bei Fahrzeugen, wo die Bremse halt wirklich erst greift, wenn man über 75% geht, da ist dann die Gefahr, dass man sehr schnell in der Notbremse ist. Und dieses Fahrzeug hat natürlich auch eine Notbremse. Aber wie gesagt, man kommt nicht in die Gefahr, so leicht da rein zu rutschen aus Versehen. Weil einfach 75% ist schon sehr stark hier. Und es ist eine U-Bahn, ne? Weil manchmal denke ich mir auch so, dass die Fahrzeuge im Train Simulator nicht so ganz realistisch sind, was das Bremsverhalten angeht. Beschleunigung auch, das ist fraglich, finde ich. So. Einmal kurz klingeln und weiter geht's. Natürlich kann man das immer sehr schwer beurteilen, so als Laie oder zumindest jemand, der jetzt... Also ich kann nur immer mal wieder sagen, ich bin schon mal einen echten Zug gefahren, so, ne? Jetzt leider nur einmal hatte ich das Vergnügen, aber man hat schon das Gefühl von Gewicht, aber trotzdem, huch, was ist hier gerade passiert? Hier passiert gerade irgendwas.
Irgendwas, was mir nicht gefällt. So, jetzt hat sich's wieder eingefangen. Nee, aber man spürt schon das Gewicht, aber man spürt halt auch eine. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, jetzt geht's wieder. Aber wenn man bremst, dann bremst der halt auch. Oh, jetzt müssen wir aber bremsen. Aber dann bremst der auch wirklich gut, der Zug. Also ich bin Güterzug da gefahren. Und das. Man hat das Gewicht gespürt, aber es bremst halt auch. Und deswegen, so, wenn man dann so eine S-Bahn fährt hier im Train Simulator und merkt, es passiert gar nichts, dann finde ich das immer schade. Hier übrigens auch noch was ganz Nettes. Ich weiß nicht, ich glaube, ich warte einfach mal, bis wir davon Gebrauch machen müssen. Oder nee, ich kann es gleich mal kurz zeigen. Wir haben sowieso hier noch, also hier, das ist leider nicht bedienbar, aber das liegt jetzt nicht nur an Just Trains bzw. den Entwicklern, sondern eher daran, dass der Train Simulator, glaube ich, die ganzen Funktionen nicht wirklich unterstützt oder, ne? Aber wer weiß vielleicht, was da noch möglich ist. Also ich meine, OMSI ist zum Beispiel auch nicht dafür gedacht, da Straßenbahn zu fahren. Und inzwischen gibt es Straßenbahn für OMSI. Das finde ich echt genial auch. Aber das ist, ja, ich weiß nicht, der Train Simulator, ob sich da jemand schon mal Gedanken drüber gemacht hat, dann früher, also ich sag mal in der Entwicklung so, dass man da eventuell dann irgendwann auch U-Bahn fahren kann. Ich weiß es nicht. Fände ich mal interessant. So, nur auf 30 runterbremsen. So. Sind wir denn hier eigentlich? Weißer Stein. Ist hier auch der weiße Helge. So. Und off. Hier, Moment, da muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ist das wirklich so? Tatsächlich. Auch sowas hier. Okay, das ist jetzt auch. Das ist zum Beispiel auch wieder. Ist das 2D? Ja, das ist 2D. Aber das sind halt so Sachen, ich finde, da kann man auch sparen, weil man muss sich vorstellen, jedes 3D-Modell, ne, das ist dann auch anspruchsvoll, ne? Das schafft dann auch nicht mehr jeder Rechner. Meiner hat ja gerade schon ein bisschen geruckelt hier. Aber ich fand gerade so schön, dass hier eine Treppe ist, weil ich dachte, der Bahnsteig würde einfach enden ohne Geländer und alles. Aber nein, dem ist nicht so. So, wir müssen weiter. Wir sind. Achso, ich habe die Tür noch nicht zugemacht. Wie gut, dass hier dann eine Sperre drin ist. Hallo Kollege! Sehr schön. So, jetzt haben wir andere Signale. Ich weiß nicht, ein Zugsicherungssystem gibt es hier, glaube ich, in dem Sinne nicht. Aber. Naja, wenn ich mir bedenke, dass viele Straßenbahnen nicht mal einen Sicherheitsfahrschalter haben, sprich, dass da wirklich Schlimmes passieren könnte, wenn zum Beispiel der Bahnfahrer einschläft, dann ist das eigentlich jetzt auch nicht so dramatisch. Uiuiuiui, jetzt gerade rappelt's hier wieder. ET, das war was mit der Türsteuer, oder war das? Nee, ich weiß es jetzt leider gerade nicht. Was hat das ET nochmal zu sagen? Es sagt mir gerade nichts. So. H1, H2. Hier muss gerade ganz viel geladen werden, das merke ich, das merke ich, das merke ich. So. Hier gehe ich nochmal ganz kurz raus aus dem Zug. Einmal, um noch ein schönes Foto zu machen. Aber auch, um mir einmal kurz die Lage hier anzugucken, weil ich glaube, hier ist so, ja, tatsächlich, hier ist so ein kleiner Abstellbahnhof und auch so eine Halle für die Züge hier. Boah, sehr schön. Interessante Prellböcke. Die habe ich auch noch nie gesehen, so im Train Simulator. Ist schon echt faszinierend. So, wir gehen mal wieder zurück rein. Genug umgeguckt. So, Ausfahrt mit 40. Und hier ist auch ordentlich Verkehr los, habe ich das Gefühl.
Ja, aber so Frankfurt, da bin ich eigentlich immer nur durchgefahren, kurz. Also kurz angehalten, umgestiegen, mal kurz raus und irgendwie einen Döner gegessen oder sowas und dann war es das. Also nichts Spektakuläres. Ah, jetzt kommen wir hier ein bisschen auf. Ja, wie soll ich es jetzt sagen? Es ist halt nicht mehr wirklich U-Bahn, sondern eher Überlandbahn. Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Gucke ich gleich mal. Ich glaube, nee, es geht, glaube ich, um die Bahnübergänge. Fährt auch ein Bus der Lackierung von den Verkehrsunternehmen hier, von dem Busunternehmen oder ÖPNV-Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie das alles in Frankfurt geregelt ist. Signal ist gerade sowieso. Können wir kurz gucken. Automatik, ET. Was nicht einschaltet, irgendwas einschaltet. Ich weiß es gerade leider nicht. Aber es hat, glaube ich, doch was mit dem Bahnübergang zu tun. So, Türen zu. Sind wir zu früh? Ah. Schön. Direkt der Kollege um die Ecke geschlichen. Was fährt der eigentlich? Der fährt einen anderen, ne? Das sind ältere Fahrzeuge. Oder was heißt ältere? Weiß ich jetzt nicht, aber andere. So, wir sind ein bisschen schnell. 50 angekündigt. Aber wir fahren jetzt schon 50. Also müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Was ist das für ein Signal? Achso, nur, dass wir. Jetzt können wir mal kurz den Blinker aktivieren, weil wir haben nämlich einen Blinker an Bord. Na komm. Das fand ich auch so lustig. Der funktioniert sogar. Schön. Psst, Blinker. Ah, jetzt geht's wieder in den Tunnel. Das denn eigentlich? Ist das Kraftwerk oder? Die Schlange da oben ist lustig. So, jetzt müssen wir mal bremsen hier. Weil H3 oder ja, H2, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen. Ich glaube fast eher H2. Dass das unsere Halteposition ist, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Und hier kann man. Das finde ich auch cool. Man kann wirklich durch den Tunnel watscheln quasi. Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Weil wir gehen nochmal ein bisschen rein. Na? So. Das ist ja mal schön. Das ist ja mal schön. So. Noch ein Bild, noch ein. Komm, so. Und jetzt machen wir hier wieder die Türen zu. Obwohl ich habe noch nicht das begutachtet, was ich eigentlich begutachten wollte. Und zwar diese Schlange oder den Drachen da oben. Psst. Aber okay. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen weiter. Schon echt eine. Ja, der beschleunigt auch schnell. Der Zug. So. Ich denke, wir sind auch gleich da, ne, oder? So lang war die Fahrt auch nicht. Oder ich bin einfach verspätet. Vielleicht hätte ich auf Zack fahren müssen. Bisschen zügiger, bisschen knackiger. Aber ich habe mich ja die ganze Zeit umgeguckt hier. Ja. So. Wie heißt das hier? Nordwestzentrum, aha. Visieren wir mal die H2 an. Und Türen auf. Und jetzt gucken wir uns mal das Gebilde da oben an. Wo ist es? Da. Gehen wir kurz über die Erde. Tatsächlich. Eine Schlange oder ein Drachen? So, wir gehen mal wieder zu unserem Zug. Der müsste da sein. Ja, da ist er. Und wieder rein. Und Türen zu. Und weiter.
schön durch den Tunnel hier. Und gleich sind wir an der Römerstadt. Auch interessant. Das erinnert mich gerade an eine Lehrerin. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich da heute noch wieder mich dran erinnert habe, als ich ja in der Schule war. Und zwar hatten wir mal Vertretung bei einer Lehrerin, einer Musiklehrerin. Ich weiß nicht, welches Fach war es sogar, Geschichte. Auf jeden Fall wollte die dann mit uns über die Römer sprechen. Und dann ging es auch über die Fortschritte der Römer und was sie so, ne, erfunden haben und Neues in die Welt gebracht haben und so weiter und so weiter. Also deren Errungenschaften, ne, beheizbares Bad und so ein Quatsch, ne. Und dann eben auch Straßen. Und dann war irgendwann die Frage, wann die Römer ihre Straßen gebaut haben. Also erstmal wie? Nee, genau. Erstmal wann? Und dann irgendwann wie, ne. Und dann haben wir nur blöde Antworten geliefert und weil wir hatten einfach keinen Bock, ne. Und irgendwann ist die Lehrerin so ausgerastet, dass es dann irgendwann immer nur noch hieß, wann haben denn die Römer, oder wie haben denn die Römer ihre Straßen gebaut? Und das war echt amüsant. Eigentlich auch irgendwie traurig und blöd eigentlich, aber es war auch lustig. Und es ist bis jetzt in unseren Köpfen. Es ist echt wahnsinnig. Solche Sachen behält man nämlich. Das ist das Lustige. So müsste man eigentlich lernen. Nur mit solchen blöden Sachen so. Das wäre viel effektiver. Vielleicht. So. Und jetzt gleich Nidderpark. Und dann sind wir schon an Kinheim. An der Haltestelle Kinheim. Schön. Eine schöne Fahrt, kann ich jetzt schon sagen. Ist das hier eine Autobahn? Ohne Fahrbahnmarkierung? Okay, aber das ist jetzt wirklich hier der Außenbezirk. Das ist jetzt, hier ist Land's End. Da war gerade irgendeine Anzeige. 60, ach so. So. Auch schön diese Notrufsäulen. Ach, die U9 fährt hier auch lang. Ah, hier macht der Halt da vorne natürlich sehr viel Sinn, weil hier der Ausgang ist von der Haltestelle. So, den gucke ich mir jetzt auch nochmal kurz an, weil ich finde sowas immer faszinierend, auch wie das gelöst ist. Weil hier zum Beispiel endet das ja auch, ne? Das heißt, wenn man sich hier frei bewegen könnte, würde man jetzt sagen, oh, ist das blöd gestaltet und so. Aber hier ist auch wieder, man guckt ja nur von oben, man guckt sogar nur so. Also, wahrscheinlich geht es hier in der Realität runter und dann hier zum Beispiel hin. Dann nach unten und dann... Ah ja, okay, da sieht man's. Moment, wo geht's denn da? So geht's da nach oben. Ah ne, da ist nochmal was anderes. Wo geht das denn hin? Okay, das endet hier. Das geht dahin. Wie auch immer, aber das ist eben das, was ich meine, weil als Entwickler muss man ja auch irgendwie gucken, dass das umsetzbar ist. Und deswegen kann man ja jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail modellieren und ich weiß nicht was, weil vieles ist ja einfach auch nicht nötig. Oder man muss halt gucken, wie kriegt man diesen Effekt hin, eben ohne dann irgendwelche aufwendigen 3D-Modelle zu bauen. Weil einmal ist ja die Zeit ein großer Faktor bei der Entwicklung von Spielen. Das Geld, weil Zeit ist Geld, ne? Und dann kommen eben noch so Sachen dazu, wie zum Beispiel, dass es ja auch spielbar sein muss. Das heißt, wenn jetzt hier alles total ausgestaltet wäre, dann würde mein PC absolut in die Knie gehen, ne? Wenn jetzt jedes Haus, sag ich mal, noch ein Innenleben hätte. Ja. Und deswegen bin ich immer fasziniert davon. Und deswegen gucke ich mir auch gerne so Karten dann von weiter oben an, um mal zu gucken, wie es eigentlich hinter dem, was man sieht, aussieht, weil das sind ja alles eigentlich nur Fassaden hier immer. Weil man hat viele Fassaden, sag ich mal. Aber ist auch egal, weil ich meine, letztlich zählt ja nur das, was man sieht eigentlich oder womit man zu tun hat. Und wenn man so eine Unterführung nicht sieht, warum soll man die dann komplett ausmodellieren, ne? Naja. Ja, hier endet dann schon unsere H2. Na, das war... Ah, einmal die Notbremse. Mist. Ich wollte es vermeiden. Egal. H2 haben wir noch soeben. Nee, das ist schon H3 wieder. Ist auch egal. Wir öffnen die Türen links.
Das erste Mal, glaube ich. Und kipsen noch ein schönes Foto. Und ich würde sagen, das war's dann fürs Erste. Von der U-Bahn Frankfurt. Gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Das freut mich sehr. Wir rüsten noch kurz das Fahrzeug ab, würde ich sagen. Hauptschalter raus. Pantograph nach unten. Batteriespannung raus. Und Fahrtrichtungswender noch. Moment, jetzt machen wir kurz so hier. Oh, naja, okay. Ist auch egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genauso viel Spaß wie ich, im besten Falle. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht dann auf der nächsten Fahrt durch Frankfurt auf dem Ubernetz. Bis dahin. Tschüss, euer Zingis.